Recht herzlich willkommen zum Einfluss des Darms bei Autoimmunkrankheiten. Ich zeige Ihnen nur mal ganz kurz, wenn Sie sagen, ja, wer erklärt denn heute? Ich hoffe, Sie können mich auch in dem kleinen Bildschirm sehen. Ich bin hier der Große in der Ecke. Wir sind ein Team von circa 10, 15 Personen in unserem Gesundheitszentrum Discover Health Center am Zürichsee, das meine Frau und ich vor circa 5 Jahren gegründet haben. Und ich selber bin so etwas wie Naturheilpraktiker, Therapeut der klinischen Psychoneuroimmunologie. Und meine Spezialitäten sind alles rund um den Darm. Ja, und ich zeige Ihnen heute Folgendes. Das ist mal die Agenda für heute. Und zwar machen wir einen ganz, ganz kurzen Einblick mal in Darm und seine Flora und Schleimhaut. Ich weiß, die meisten von Ihnen kennen den Darm und die Flora. Aber ein paar spezielle Sachen möchte ich nochmal drauf hinaus und Ihnen zeigen, die gerade dann wichtig sind fürs Verständnis der Autoimmunkrankheiten. Genau. Dann geht es darum, was sind überhaupt Autoimmunkrankheiten? Also, was bedeutet das eigentlich? Und dritter Punkt, wie entstehen die Autoimmunkrankheiten? Und wenn wir das wissen, können wir nämlich rückwärts machen, ja okay, jetzt wissen wir, wie die entstehen. Wie können wir es ganze retour machen und Sachen verbessern? Ganz kurz hätte ich eine Frage, darum stehen hier die 3 Fragezeichen. Ich kann auch als Moderator Abfragen an Sie stellen. Und zwar, Autoimmunkrankheiten gibt es ja viele und deswegen würde ich gerne wissen, ich versuche gerade mal diese Umfrage zu starten, dass Sie mal schauen können. Heute Abend mache ich es ja spezifisch mit Multiple Sklerose, aber was interessiert Sie eigentlich? Weil wenn ich sehe, da gibt es vielleicht noch 1, 2 andere Ideen, kann ich versuchen, im Rahmen der Zeit von einer circa Stunde darauf einzugehen. Deswegen versuche ich mal diese Umfrage zu starten, sodass Sie vielleicht mal schauen. Ich hoffe, Sie sehen es an Ihrem Bildschirm, dass Sie mal schauen können, was Sie interessiert. Also Multiple Sklerose ist hauptsächlich heute das Thema, aber es gibt auch die Schilddrüsen, Autoimmunkrankheiten, Hashimoto-Basedo oder auch die Darmkrankheiten, Colitis ulcerosa, Zöliakie, rheumatoide Arthritis, Neurodermitis oder Sie sagen, ja, es ist jetzt keine spezielle Autoimmunkrankheit, die mich interessiert, einfach grundsätzlich. Da können Sie einfach mal vielleicht versuchen anzukreuzen. Ich gucke gerade, ich warte noch eine kleine Sekunde. Ich lasse Sie mal alle ankreuzen. Ich trinke einen Schluck in der Zeit. Perfekt. Besten Dank. Ja, also ich sehe, es gibt auch ein großes Interesse noch an den Darm- und Hautkrankheiten zusätzlich zu Hashimoto. Okay, ich werde da mal drauf eingehen nachher und damit Sie alle auch etwas davon haben, werde ich das dann mal bei der richtigen Gelegenheit zeigen. Vielen Dank fürs Abstimmen. Super, das hat doch schon mal gut geklappt. Also, los geht's mit Darm und seiner Flora und der Schleimhaut. Sie wissen natürlich, wir haben so einige Käfer im Darm und der Darm ziemlich lang, Dünndarm 4 bis 6 Meter, Dickdarm 1,5. Ha, gleich schon die nächste Frage. Heute Abend versuche ich es mal interaktiv zu machen. Was meinen Sie denn, wie groß die Oberfläche ist? Ich habe hier auch eine Frage für Sie vorbereitet. Was denken Sie denn, wie viel Quadratmeter hat denn die Oberfläche der Darmschleimhaut? 4 Quadratmeter, 40 Quadratmeter oder 400 Quadratmeter? Was denken Sie denn? So, ich nehme mal die Umfrage. Perfekt, der Großteil der Teilnehmer hat für 400 Quadratmeter und ein kleiner Teil für 40 Quadratmeter. Besten Dank. Genau, 400 Quadratmeter ist die Darmschleimhaut. Sie sehen das hier. Und zwar 100 mal so groß wie die Oberfläche. Und das ist so wichtig, weil dadurch verstehen wir, wie fragil das ist und wie da auch Probleme zwischen intern und extern unserer Umwelt passieren können. Gut, jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Darmflora aus. Sie kennen das, 1 bis 2 Kilogramm Darmbakterien haben wir. Bei Autoimmunkrankheiten, da ist es wichtig zu verstehen, okay, was hat jetzt Immunsystem mit Darmflora zu tun? Und sicherlich wissen Sie, dass es bestimmte Darmbakterien gibt, wie Bifidobakterien, Lactobacillen, die auch Interleukine, zum Beispiel Interleukin 10, produzieren zur Beruhigung des Immunsystems. Mega wichtige Sache bei den Autoimmunkrankheiten. Und wenn wir einen Mangel haben an diesen Bakterien, ja, dann herrscht natürlich dann auch die große Gefahr, dass sie sich entwickeln. Weil wir haben fast 400 bis 600 verschiedene Stämme von Darmbakterien.
Ja, und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, können natürlich auch Immunkrankheiten einfacher passieren. Sie sehen das hier. Normalerweise ist alles schön im Gleichgewicht. Ja, wir ernähren sie und sie sorgen im Gegenzug für unsere Gesundheit. Und ich hatte heute Morgen noch eine Patientin, das ist noch spannend, mit einer Schilddrüsenüberfunktion. Da hatte ich selten Morbus Basedow. Wir sind das so durchgegangen. Ich war ganz erstaunt, dass ich so viel gefragt habe und wissen wollte, bevor wir dann zu Vorschlägen kamen. Und bei ihr war das so, dass sie mega lange Stress hatte. Familie, drei Kinder und Haus. Und dadurch natürlich ein Problem mit der Darmflora hat und mit der Darmschleimhaut. Und andererseits hat sie zweimal einen bakteriellen Infekt gehabt, also Blasenentzündung in ihrem Fall, und musste auch lange Zeit Antibiotika nehmen. So, Sie können sich vorstellen, diese Symbiose ist da nicht so besonders. Bei ihr werden wir jetzt natürlich dann auch nachmessen, weil ich sagte mal nicht raten, sondern messen, machen eine Stuhlanalyse, weil das ist einer der Bestandteile, erstmal zu sehen, funktioniert überhaupt die Darmflora und die Darmschleimhaut. Aber ich möchte das an dieser Stelle nur mal kurz als Patientenbeispiel einführen, weil man liest immer so über diesen Chart und ich präsentiere diesen sehr oft, weil er mir sehr gut gefällt. Meistens ist aber so, dass das Ganze nicht so im Gleichgewicht ist. Ja? Und aus vielen Gründen wie Stress oder auch Medikamenten. Hier sehen Sie nochmal ganz kurz zur Verdeutlichung, wie wir auf 400 Quadratmeter kommen. Der Darm ist nicht nur eine Röhre, sondern hat diese Falten, die wir bei einer Darmspiegelung sehen können. Aber dann hört es auf mit dem Erkennen können. Sie sehen hier diese Falte, kärkringische Falte im Durchschnitt. Und da hat es die Krypten und Zotten drauf. Eine riesen Oberflächenvergrößerung. Sie sehen hier dreifache, dann das 14-fache. Aber diese Mikrovilli, das ist wie so ein, ich sag mal, 5-Tages-Bad, hat nochmal eine 40-fache Vergrößerung der Darmschleimhaut. Und das sind diese Darmzellen. Und hierdurch geht normalerweise unsere Nahrung. Und andererseits hält es natürlich auch, wichtig, Immunkrankheiten, Autoimmunkrankheiten, hält es Bakterien und Erreger ab, in den Körper reinzukommen. Genau. Weil das muss uns schützen. Autoimmunkrankheit hat ja auch wieder was mit Immunsystem und Erregern zu tun. Sehr schön. Das war mal ein ganz kurzer Durchlauf. Haben Sie da irgendwelche Fragen zu? Ich habe mir erlaubt, ein bisschen schneller das zu erklären, weil wirklich wichtig, Autoimmunkrankheiten, einmal Darmflora, sind die Bakterien da, die das Immunsystem trainieren können, Interleukine produzieren können und andererseits wichtig, Darmschleimhaut, ist sie gut intakt und hält sie Erreger und Keime aus. Also wenn Sie eine Frage haben, dürfen Sie es gerne sonst unten eintippen. Das ist nicht der Fall, dann machen wir mal weiter. Was sind Autoimmunkrankheiten? Also, erstmal fangen wir mal an mit einer Definition. Antikörper. Was sind eigentlich Antikörper? Weil die werden uns dann ja noch begegnen. Antikörper haben als Aufgabe, sie sind ein Teil vom Immunsystem, dass gegen Eindringlinge von außen gekämpft wird. So. Schön, wenn die dann dagegen kämpfen. Schön, wenn sie es besiegen, weil sonst dann sind wir halt gesund. Und das Coole ist, wenn sie es einmal geschafft haben, gegen einen neuen Eindringling zu kämpfen, bildet das Immunsystem dann Antikörper. Ja, also wenn es dann nächstes Mal den gleichen Eindringling sieht, sagt es, oh, ja, okay, so Bild, Passfoto, das ist doch dieser böse Corona oder Covid-19. Da kämpfen wir wieder gegen an. Wir wissen ja jetzt schon, dass der gefährlich ist und haben dann schon unsere Munition parat, mit der wir den Feind töten. Und das ist eine ganz normale Strategie gegen Bakterien, gegen Viren. Also erst einmal gegen ankämpfen und dann nach dem Motto, falls er dann nochmal kommt, bilden wir Antikörper. Und diese Antikörper sind jetzt genau das Problem. Die kämpfen jetzt auch autoimmun, sprich gegen körpereigenes Gewebe. Ja, und das ist das Gemeine. Das sind die gleichen Antikörper, also die gleichen im Sinne von die gleiche Struktur, Zellstrukturart. Ja, das heißt, Autoimmunkrankheit ist, dass das Immunsystem jetzt plötzlich überschießend reagiert gegen körpereigenes und nicht gegen körperfremdes, wie Bakterien und Viren angeht.
Und dann sagt, ich habe das hier so schön geschrieben, irrtümlicherweise sagt, ui, das sieht jetzt böse aus. Ich bekämpfe es mal. Obwohl, es sieht zwar böse aus, aber es ist körpereigen. Also das Immunsystem fängt plötzlich an, sich selber zu vernichten. Ja, und wenn natürlich das Immunsystem unsere Zellen angreift, dann kommt es zu schweren Entzündungen an diesen Organen. So. Und ich möchte das gerne nochmal, wie soll ich sagen, verdeutlichen. Also es ist wirklich so, Antikörper, und ich habe immer gefragt, wie kann denn das eigentlich sein? Was ist so das Gemeinsame zwischen körpereigen und körperfremd? Und da müssen Sie überlegen, jedes Gewebe oder jede Materie, sagen wir das mal so, hat Proteinstrukturen. So, das ist also eine Riesen in der DNA, eine riesen Proteinstruktur von einer Abfolge von irgendwelchen Daten, Buchstaben nennen wir es mal. Ja, und ein Teil der Proteinstruktur, ja, guckt sich das Gewebe an, das, diese Antikörper an und sagt, oh, diese Proteinstruktur vom Gewebe, das ähnelt dem Passfoto vom Bösen. Ja, das kann ja nicht die gesamte DNA lesen, aber es liest einen Teil davon, sagt eine Sequenz, sagt, ui, das ist böse, ich gehe drauf. So. Und das passiert leider auch bei körpereigenen Organen oder körpereigenen Gewebe, dass die Antikörper lesen die DNA ab und sagt, ui, dieses Stückchen, das kleine Stückchen von dem großen DNA habe ich gelesen, sieht aus wie der vom Fahndungsfoto, der Böse. Ich greife es an. Ja, so müssen Sie sich das vorstellen. Also es sind keine Antikörper, die speziell gegen uns gebildet wurden, sondern gegen irgendwas anderes. Und dann sagt es, oh, ich vergleiche mal hier, boah, das sieht ähnlich aus. Ja, und das ist Autoimmunkrankheit. Also ich kämpfe nicht gegen etwas Externes, sondern gegen was Internes. Ja. Ich schreibe hier so lapidar geschrieben an den betroffenen Organen. Und das ist schön, dass Sie an der Umfrage eben teilgenommen haben, alle. Sie sehen hier mal die verschiedenen Krankheiten. Also was für Organe kann es sich denn handeln? Also, ja, Bauchspeicheldrüse, also auch genannt Diabetes Typ 1. Autoimmunkrankheit, unser Immunsystem greift die Zellen, bestimmte Zellen der Bauchspeicheldrüse an, machen sie kaputt, dadurch kann kein Insulin mehr produziert werden und wir haben den sogenannten Diabetes. Schilddrüse, gleiches Vorgang. Unser Immunsystem, und das war der Fall, den ich heute Morgen hatte, Morbus Basedow, Schilddrüsenüberfunktion. In diesem Fall greift es auch die sogenannten TSH-Rezeptoren in der Schilddrüse an. Ja. Und dadurch kann das Hormon TSH, was vom Kopf, vom Hypothalamus, Hypophyse kommt, um die Schilddrüse anzukurbeln, dieses TSH kann nicht mehr ansetzen. Ja, und dann versteht das Signal nicht mehr. Und andererseits ist die Schilddrüse wie verrückt dann am Hormon produzieren, also T4, T3. Und da haben wir eine Überfunktion, ja, weil dieser Rezeptor kaputt gemacht wird. Ja, und Bechterew, das ist Wirbelsäule. Dann hatten Sie eben auch noch angekreuzt gehabt, Darm, Zöliakie, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Hier handelt es sich dabei, gerade bei der Colitis oder Morbus Crohn, dass die Zellen der Darmschleimhaut, dass der Körper dagegen ankämpft. Ich komme nachher nochmal drauf auf auf die verschiedenen Marker, aber das haben die alle gemeinsam. Zöliakie, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Das Immunsystem macht was kaputt von der Darmschleimhaut oder in der Darmschleimhaut. Rheumatoide Arthritis, auch eine Autoimmunkrankheit. Hier geschehen Prozesse in den Gelenken. Zentrales Nervensystem, Multiple Sklerose, darauf gehe ich nachher nochmal ein. Da werden dann halt die sogenannten, die Nervenstrukturen angeknabbert, kaputt gemacht. Neurodermitis, auch hier in der Haut. Und hier liegt dann in der Haut das Problem vor, dass die Zellen in der Haut kaputt gemacht werden und es dann zu Hautproblemen kommt. Auch Endometriose, das letzte Beispiel, ist eine Autoimmunkrankheit, wo dann in der Gebärmutter Organe angegriffen werden oder Strukturen angegriffen werden. Und das sind mal Beispiele für Autoimmunkrankheiten. Genau. Ja, sowas sind
nach der Frage, was sind überhaupt Autoimmunkrankheiten? Ja, also wie gesagt, körpereigenes Immunsystem arbeitet über Antikörper. Antikörper greifen normalerweise Viren, Bakterien, andere Eindringlinge schon ab, weil sie sie wiedererkennen und töten sie und machen sie kaputt auf verschiedene Arten. Autoimmun ist, diese Antikörper greifen unsere Organe und unser Gewebe an. Und je nachdem, welches Gewebe angegriffen wird, hat es eine andere Autoimmunkrankheit. Ob MS oder dann auch Zöliakie oder auch Colitis ulcerosa oder Hashimoto. Sehr schön. Soweit die Definitionen. Haben Sie dazu Fragen? Ich lasse Sie mal einen Moment schauen. Ich bekomme hier gerade eine Frage, ob es möglich ist, dass man auch zwei Autoimmunkrankheiten bekommen kann. Guter Punkt. Wir werden das gleich sehen. Es gibt gewisse Autoimmunkrankheiten, die fast eine logische Abfolge haben. Also wo es beides auftreten kann. Wenn man sagt, okay, was gibt es noch so, was kann ich noch so haben? Aber es gibt auch normalerweise genetische Veranlagerungen, eine gewisse zu kriegen. Und das schauen wir uns gleich mal an. Es gibt aber trotzdem den Fall, wenn es dann immer noch weiter überreagiert, dass es zu zusätzlichen Autoimmunkrankheiten kommen kann. Perfekt, vielen Dank für die Frage. Ja, dann machen wir mal weiter. Wie entstehen die Autoimmunkrankheiten? So. Also, ich habe ja eben so lapidar gesagt in der Definition, Ursache ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems gegen körpereigenes Gewebe. Da müssen wir uns fragen, Moment, es schießt über. Normalerweise, was würde das regulieren? Weil irgendwas klappt ja nicht im Prozess. Also müssen wir uns fragen, was könnte das Immunsystem normalerweise regulieren, damit es nicht überschießt? Ja, weil das versagt. Haben Sie eine Idee? Warte mal eine Sekunde. Hat irgendjemand von den Teilnehmern, wir sind auch zahlreich vertreten heute Abend, irgendjemand eine Idee, welche, was normalerweise ein Immunsystem dämpfen könnte, regulieren könnte? Das können Sie entweder bei F&A fragen oder im Chat eingeben. Ich warte gerade mal, ich lasse Sie mal einen Moment überlegen. Das ist mal ein bisschen interaktiver zu machen heute Abend. Welche Substanz, was für eine Materie könnte ein Immunsystem regulieren? Perfekt, da sehe ich eine Antwort. Vitamin D sehe ich. Sehr gut. Genau, Vitamin D, 3, und das zeige ich Ihnen jetzt mal, ist etwas, was ein Immunsystem regulieren kann. Darum ist es auch gerade jetzt in den Corona-Zeiten sehr wichtig. Und da habe ich Ihnen mal, das finde ich hier mega spannend, das ist eine Studie, die World Distribution of MS, also wie sieht es da aus, die Verteilung von MS in der Welt. Und da sehen Sie hohes Risiko, rot. In diesen Breitengraden ist ein hohes Risiko, MS zu kriegen. Aber auch hier unten. Ja, und dann dieses Lila, so hier, ist ein auch ein wahrscheinlich hohes Risiko. So, jetzt hier eher weniger. Und da weniger. Niedriges Risiko, Sie sehen das so in diesem Gelb-Orange. Und hier steht 0, 0. Breitengrad, Äquator. Ja, jetzt sehen Sie, je weiter ich wegkomme vom Äquator, desto höher ist das Risiko, MS zu bekommen. Ja, und auch nach unten, das ist hier so der 40. Breitengrad. Wenn ich den 40. runtergehe, bin ich hier unten, wo es anfängt, rot zu werden. Ja. Und das ist mal eine Untersuchung gewesen, wieso MS verbreitet ist übrigens in der Welt. Und das zeigt auch, dass einer der Hauptsachen, die das Immunsystem regulieren kann, ist Vitamin D und vor allen Dingen das vertikale Sonnenlicht. Ja, also selbst wenn wir sagen, hier in der Schweiz, und ich glaube jetzt am Freitag soll es wieder schön sonnig sein, oh cool, wir haben Sonne, ich gehe nach draußen, bilde viel Vitamin D. Ja, aber jetzt Anfang Juni ist das noch nicht sehr, noch kein richtig vertikales Sonnenlicht. Ja, weil je vertikaler die Sonne steht, desto besser können wir dann Vitamin D bilden. Ja, und das ist jetzt mittelmäßig der Fall. Am Äquator hingegen, da steht natürlich die Sonne fast vertikal. Und wir wissen, in diesen Ländern haben wir eine bessere Vitamin D-Versorgung und dementsprechend ein besser reguliertes Immunsystem. Und das steht wirklich an erster Stelle. Das heißt,
wenn wir genügend Vitamin D haben, ob jetzt durch Supplementierung, durch Nahrung oder Sonnenlicht, haben wir ein besser reguliertes Immunsystem. Ja, und darum finde ich diese Studie ganz interessant, die geschaut hat, wie das mit der Verteilung von MS. Welche Faktoren gibt es noch, die das Immunsystem regulieren? Und da sehen Sie hier Cortison, Zink, Omega-3. Ja, Cortison, eins unserer Stresshormone, kann das Immunsystem in Schach halten, außer wir sind chronisch gestresst. Ja, dann wären wir so eine Art Cortison-resistent, dann greift das nicht mehr. Also wenn wir ständig hohen Cortisonspiegel haben, kann das Cortison das nicht mehr regulieren. Oder schlimmer, das sehe ich leider auch bei einigen Klienten, wenn die gar nicht mehr genügend Cortison produzieren können, ich sage mal Nebennierenschwäche, ja, dann fehlt die Substanz, um das Immunsystem zu regulieren. Was haben wir noch? Zink, Omega-3, hier ist natürlich die Ernährung ausschlaggebend. Viel Zink ist drin, ich weiß, einer meiner Hauptdozenten dachte immer so schön, viel Zink ist in Lebensmitteln, die unter der Wasseroberfläche sind. Ob jetzt Fisch, Meeresfrüchte oder auch Algen, ja, sind die größten Zinkmengen drin. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie oft essen wir das auch? Und vor allen Dingen Omega-3, sind wir schon wieder bei den Fischen und auch Nüssen und so weiter, haben wir genug Omega-3-Versorgung. Und das ist mein erster Punkt zur Entstehung von Autoimmunkrankheiten. Sind wir eigentlich in der Lage, unser Immunsystem ausreichend zu regulieren oder besteht die Gefahr, dass es überschießt? Genau, das ist mal der erste Punkt. Was könnte es regulieren? Haben wir da Mängel oder nicht? So, was steht hier noch Spannendes? Also es ist überschießend, also es ist nicht reguliert und, ein wichtiger Punkt, jetzt ist es also nicht nur reguliert, das ist ja, wenn das normal wäre, wäre es hier, aber dann ist es noch überreizt. Also es muss irgendwelche Faktoren geben, die, wie sagt man immer so schön, also das Ganze noch schlimmer bringen, das Fass zum Überlaufen bringen. Also was reizt das? So. Und da komme ich jetzt wieder zum ersten Teil meiner Präsentation. Wie können ständig noch Reize fürs Immunsystem entstehen? Und das ist hier, wenn wir irgendwo ein Leck in den körpereigenen Barrieren haben. Und die größte Barriere im Körper ist die Darmschleimhaut, 400 Quadratmeter. Was passiert dann, wenn wir die sogenannten Leaky Gut haben, also Mini-Löcher in der Darmschleimhaut, können natürlich ständig Bakterien und Keime einstürmen. So. Die reizen das Immunsystem und zwar ständig und dringen in den Körper ein. Also man muss sich das vorstellen, das Immunsystem normalerweise sollte auch ab und zu mal Pause haben. Und hier ist es aber so, es muss ständig arbeiten, vor allen Dingen nachdem wir gegessen haben. Ja, und dann muss es ständig gegen die Eindringlinge ankämpfen. Also in dieser Kombination mit, wie ich das eben so schön erklärt habe, es ist nicht reguliert. Und jetzt wird es immer noch überreizt, weil ständig Trigger kommen. Und die größte Barriere, das häufigste Leck, sage ich mal, ist die Darmbarriere. Ja, ich sehe gerade eine Frage kommen. Welche Barrieren gibt es noch? Das war schnell. Vielen Dank für die Frage. Die anderen Barriereprobleme, die es noch geben könnte. Na, was denken Sie? Ich gebe Ihnen mal eine Sekunde, überlegen Sie mal nach. Darm ist eine Barriere. Haben Sie eine Idee, wo wir noch eine große Barriere zur Umwelt haben? Was meinen Sie? Ja, ich gucke mal, was an Feedback kommt. Hier vorne steht, habe ich immer geschrieben, die Haut. Vielen Dank, genau. Also rein visuell gesehen ist natürlich die Haut eine sehr große Barriere. Also sind circa 4 Quadratmeter. Das ist eine Sache, wenn wir Probleme in der Haut haben, kann es da auch Barriereprobleme geben. Und das sehen wir gerade bei den Leuten, die Neurodermitis haben. Denen fehlt ein Stoff, das sogenannte Filaggrin, was eigentlich die Hautbarriere schützen würde. Nur jetzt fehlt der Schutz und es können dann immer wieder Eindringlinge durch und reizen das Immunsystem. Von daher ist das ein guter Punkt. Was ich noch viel sehe, ist an andere Barriereprobleme. Es gibt noch zwei. Eins ist sehr häufig noch, ist Mund. Also
die Gingivitis, wie man so schön sagt, also die Zahnschleimhautprobleme. Ja, und das ist auch sehr oft verbreitet. Darum ist es immer, wenn ich zur Dentalhygiene gehe, wie sieht es eigentlich da aus? Ist es eigentlich dicht oder ist es wie zurückgezogen? Also Stichwort Gingivitis. Ja, und da können natürlich auch Bakterien durch und unser Immunsystem reizen. Und das ist noch ein weiteres Leck, das es geben kann. Und ich habe ja eben gesagt, zwei Sachen sind es noch. Das andere ist die Lunge. Ja, unsere Bronchien, unsere Lunge ist natürlich auch eine große Barriere, eine große Schleimhaut. Und dort können das natürlich auch, wenn es chronische Lungenprobleme gibt, etc., auch Einströmen von Bakterien geben. Aber wenn man so ein Ranking macht und sagt, was ist denn das häufigste Leck, da ist es ganz klar die Darmschleimhaut. Stichwort Leaky Gut, habe ich gerade schon gesagt. Sie sehen hier, ich habe dieses Bild gehabt hier eben am Anfang. Ja, das sind diese Mikrovilli, sind die zwei Darmzellen, Epithelzellen. Aber manchmal kann es auch sein, dass diese Tight Junctions, diese Verbindungen, diese Schleusen, die zwischen den Zellen, wie so löchrig und kaputt sind. Ja, sehen, Entzündungen der Darmschleimhaut können Auslöser sein, dass es löchrig wird. Aber auch Antibiotika oder auch zu viel Gluten. Was ist dann die Folge? Bakterien und Toxine können da durchtreten durch die Darmbarriere und gelangen dann über die Blut- und Lymphbahn in den Körper. Ja. Und dann haben wir genau den Fall, also wenn was mit der Darmschleimhaut nicht stimmt, dass dann das Immunsystem ständig getriggert wird und überreizt wird. Ja, das Bild hatten wir gerade auch schon. Wenn Sie mich dann fragen, wie kann man das dann rausfinden, ohne in den Darm reinzugucken, beziehungsweise bei der Darmspiegelung habe ich eben schon mal angedeutet, sieht man das nicht auf dieser Mikroebene der Mikrovilli. Da kann man einen guten Stuhltest machen. Da sieht man, dass es hier dieser Marker, das Alpha-1-Antitrypsin, wenn das so hoch ist wie bei diesen Patienten hier, heißt das, es besteht ein löchriger Darm. Ja, bei den Patienten ist aber das Calprotectin im Normbereich. Das Calprotectin gibt an, ob die Darmschleimhaut auch stark entzündet ist. Und das ist hier nicht der Fall. Ja, ich sehe gerade noch eine weitere Frage. Zonulin und Leaky Gut. Vielen Dank für die Frage. Das Zonulin ist eigentlich ein dritter Marker, den man noch bei Stuhlanalysen analysieren kann bezüglich Darmschleimhaut. Zonulin gibt an, ist die Darmschleimhaut löchrig, aber es ist mehr ein kurzfristiger Marker. Wohingegen Alpha-1-Antitrypsin ist mir ein langfristiger. Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie heute Abend Pasta esse oder viel Gluten, mache morgen früh eine Stuhlanalyse, da wird meine Darmschleimhaut löchrig sein. Ja, weil das Gluten triggert ein Öffnen der Tight Junctions. Das ist einfach so. Und dann wäre das Zonulin sehr hoch. Wäre dann denn die Alpha-1-Antitrypsin auch hoch? In meinem Fall jetzt nicht, weil ich esse Gluten so gut wie nie oder habe auch keine Probleme mit der Darmschleimhaut. Ja, und dann würde man sagen, oh, wir haben jetzt ein Leaky Gut, müssen eine Behandlung machen. Dabei liegt das einfach allein daran, dass ich am Vorabend mal Pasta gegessen habe. Ja, also von daher, danke für die Frage. Zonulin ist ein Marker, aber für mich ist immer noch wichtig, das Alpha-1-Antitrypsin. Das ist noch aussagekräftiger. Ja. Ja, wie kamen wir das darauf? Wir haben gesagt, Immunsystem ständig getriggert über die Barriere Darm, Schleimhaut und das können wir dadurch messen. Und wenn Sie jetzt fragen und denken, ja, wie kann ich denn das wieder zukriegen, verflixt und zugenäht, eigentlich müsste man es wieder nähen, aber da ist es eigentlich gut mit Nadel und Faden, also mit Zink, der Nadel und der Faden sind dann Sachen wie Aminosäuren, L-Glutamin, Vitamine etc. und auch die Darmflora in Ordnung bringen. Ich habe jetzt mal beispielsweise ein paar Produkte gezeigt, so das Colibiogen oder Synerga. Das ist eine Flüssigkeit, die ist sehr gut auch zur Beruhigung der Darmschleimhaut. Das gebe ich eigentlich immer beim Leaky Gut. Oder auch Zink, L-Glutamin in Reinform oder auch in Kombinationen. Genau, und dann, wenn man sagt, okay, welche Darmprobiotika helfen denn dann vor allen Dingen? Da finde ich das Omnibiotic Stress Repair sehr gut, denn das hat nachweislich guten Einfluss auf die Tight Junctions, also diese Zell-Zell-Verbindungen und bringt auch die Darmbakterien
die Darmflora wieder in Ordnung bringen. Ja, wir hatten ja, wo stehen wir jetzt eigentlich? Wir haben gesagt, das Immunsystem ist nicht reguliert, es ist gereizt. Und dann gibt es aber noch bei Autoimmunkrankheiten noch Sachen, die diese Reizung, die wir eben gesehen haben, durch Bakterien und Viren, noch verstärken. Und das ist fies. Also es kommt noch eine zusätzliche Sache. Und das darf man bei den Autoimmunkrankheiten nicht vergessen. Es ist nicht so, ich mache A und habe dann deswegen eine Krankheit, sondern es sind mehrere Sachen, die passieren und bekomme dann eine Autoimmunkrankheit. Ganz wichtig zu verstehen. Und da spielt das Thema Lebensmittel-Eiweiße eine Rolle. Warum Eiweiße? Ich habe ja eben schon am Anfang mal angedeutet, dieses Antikörper erkennen etwas Böses. Da schauen Sie sich immer diese Eiweißstrukturen an, ob jetzt der Bakterien, Viren, des körpereigenen Gewebes oder auch der Lebensmittel. So. Und es gibt jetzt ein paar Lebensmittel, dessen Struktur, Proteinstruktur, sieht jetzt teilweise, nicht komplett, geht ja gar nicht, teilweise ähnlich den Bakterien oder Keimen, gegen die ihr angehen wollen. Ja. Also so ein Ministück, sagen wir eine Vierersequenz oder so. Und dann, wenn das Immunsystem so überreizt ist und sieht jetzt auch noch, oh, jetzt isst er das und das, und das sieht ja ein bisschen ähnlich, greift es das auch noch an. Und dann wird das noch gereizter. Ja, also es ist noch ein zusätzlicher Trigger da, der das Ganze noch weiter zum Eskalieren bringt. Und das sind bestimmte Lebensmittelanreize. Und das ist dann aber auch je nach, ist, und ich sage, gibt es bestimmte, die immer zu treffen an Lebensmitteln? Nein, sondern da kommt es dann auf die Krankheit drauf an. Ja, und weil, nämlich hier, und das greift dann diese Eiweißstruktur, wie die Bakterien und Keime, das sieht wiederum ähnlich aus wie das Gewebe, was die Antikörper dann angreift. So. Und das kommt drauf an. Und hier haben wir mal eine Studie, schon von 2004. Hier geht es um MS. Und zwar, hier ist zum Beispiel das Kuhmilcheiweiß. Casein. Einer der Triggerfaktoren bei Multiple Sklerose. Das ist jetzt, ich habe Ihnen das einfach mal den Titel der Studie gepostet, wenn Sie sagen, okay, will ich mal nachlesen. Hier wird auch gesagt, Antibody Cross Reactivity, also die Antikörper Cross, also Gegenreaktionen oder ich sage mal kombinierte Reaktionen zwischen Myelin, bla bla bla. Was ist Myelin, bla bla bla? Myelinscheiden sind die Nerven umgeben. Also diese Eiweißstruktur, die ist ähnlich wie Milchprotein-Butyrophilin. Also das ist Milcheiweiß. Also was haben die schon 2004 herausgefunden? Dass die Antikörper reagieren einerseits auf diese Myelinscheiden kaputt machen, auch aufs Butyrophilin, also auf Milcheiweiß. Und das finde ich sehr interessant, dass sie das damals schon rausgefunden haben. Das ist nämlich das hier. Welche Lebensmitteleiweiße sind es denn? Und bei MS weiß man unter anderem das Kuhmilcheiweiß. Ist einer der weiteren Triggerfaktoren, die das Immunsystem anstacheln. Ja, und das gibt es diverse Studien. Das ist jetzt mal einer der ältesten, die gefunden wurden. Ja, und an der Stelle möchte ich auch sagen, wie ist das eigentlich? Das ist jetzt das Kuhmilcheiweiß. Also ich habe heute Abend mal MS rausgesucht. Und es ist natürlich auch so, es gibt für jede Immunsystem oder Autoimmunkrankheiten unterschiedliche. Weil ich werde immer oft gefragt, wie ist es denn mit Gluten? So, Hashimoto zum Beispiel ist sehr oft getriggert von Gluten. Ja, dass das sehr ähnlich aussieht. Wir hatten noch rheumatoide Arthritis. Das hatten wir auch gehabt. Ich springe mal zurück auf die Seite, die Übersichtsseite mit den verschiedenen Krankheiten. Wo haben wir sie? So. Moment. Da. Also, wenn man sich mal fragt, wie ist denn das bei den Unterschieden? Wir hatten ja heute gerade gesprochen über Multiple Sklerose.
da ist es eindeutig das Milcheiweiß. Also da ist es wichtig, Darmsanierung, diese Essenssachen weglassen, wie jetzt das Milcheiweiß, Immunsystem beruhigen. So. Gluten, hier Rheumatoid Arthritis spielt eine große Rolle. Zöliakie natürlich, weil Gluten, Antikörper werden bei der Zöliakie gebildet. Beim Bechterew, beim Hashimoto. Das sind Sachen, gerade wo das Gluten das Ganze triggert. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, da ist noch spannend, dass das jetzt nicht primär vom Gluten kommt. Also das Gluten verursacht den Leaky Gut, aber da richtet es sich zum Beispiel gegenüber dem Pankreassaft, also den Saft der Bauchspeicheldrüse, die in den Darm ausgeschüttet wird, dann im Darm in die Darmzocken geht und so weiter und dort arbeitet. Und die Autoimmunkörper richten sich gegen diesen Saft in den Zellen und machen das kaputt. Ja. Neurodermitis, auch ganz klar. Hier ist es so, Hautzellen gehen kaputt, auch vom Casein auch mitgetriggert. Da gibt es große Zusammenhänge. Wir kommen gerade in eine Frage. Wie sieht es aus mit Fleisch? Ist super. Danke für die Frage. Also ich habe ja bis jetzt Kuhmilch gehabt. Ich habe aufgezählt Gluten. Beim Fleisch ist es so, es gibt einige Studien, die zeigen, dass gerade das rote Fleisch auch ein Trägerfaktor fürs Immunsystem sein können oder auch ein trojanisches Pferd, um Bakterien und Viren in den Körper reinzubringen, infolgedessen das Immunsystem komplett mit Überreizung reagiert. Und da gibt es sehr viele Studien und da, wenn Sie sich fragen, ja, was ist denn das für rotes Fleisch, warum nicht weißes Fleisch, das ist das Thema Neu-5GC. Ja, das ist so eine Glykalikstruktur, also Eiweißstruktur wieder vom roten Fleisch, das auch das Immunsystem wirklich anheizen kann. Und das steht auch bei vielen Autoimmunkrankheiten noch zusätzlich in Verdacht, sie mit auszulösen. Genau. Vielen Dank für die Frage mit dem Fleisch. Wir reden, es geht hier nicht um Darmkrebs oder nicht, sondern wirklich als Trigger dafür. Und rotes Fleisch heißt nicht unbedingt, okay, wie sieht es jetzt, kommt es auf die Farbe drauf an? Ist jetzt Kalbfleisch, ist relativ blass, ist das rotes Fleisch? Besser ausgedrückt oder definiert sollte man sagen, alles was Säugetierfleisch ist. Ja, und da gehört natürlich Kalbfleisch dazu. Rotes Fleisch zum Beispiel wie vom Strauß, ist kein Säugetier, ist zwar eher rot und dunkler, aber das hat nicht diese Struktur vom Neu-5GC. Perfekt, vielen Dank für die Frage. Ja, wir gehen mal zurück. Wir haben uns jetzt mal angeschaut und ich hoffe, ich konnte in dieser Zeit Ihnen mal zeigen, welche Strukturen vom Darm und der Flora und der Schleimhaut sind eigentlich überhaupt wichtig. Nicht im Hinblick auf Verdauungsbeschwerden, sondern im Hinblick auf die Entstehung von Autoimmunkrankheiten. Und da ist es ganz klar, wir brauchen die gute Darmflora mit Lactobacillen, Bifidobakterien, Enterokokken, um das Immunsystem zu regulieren. Schleimhaut ist wichtig, die Darmschleimhaut, sie muss intakt sein, kein Leaky Gut, sondern Bakterien und Viren abwehren können. Ja. Was sind Autoimmunkrankheiten? Zusammenfassung hier, dass sich Antikörper, die der Körper selber gebildet hat, plötzlich gegen körpereigene Organe oder Gewebe widmen. Und da ist es so, dass wirklich die Struktur angegriffen wird, weil die Eiweißstruktur der Organe ähnlich sieht. Wie entstehen Autoimmunkrankheiten? Zusammenfassung hier. Erstens, es fehlen die Stoffe zur Regulierung vom Immunsystem. Vitamin D, Zink, Cortison. Zweitens, manchmal gibt es zusätzliche Trigger, also löchrige Barrieren. Nummer eins ist die Darmschleimhaut, kann aber auch sein die Mundflora, also die Mundschleimhaut oder auch Haut oder Lunge. Und drittens, wenn das alles jetzt ist, nicht reguliert und gereizt, gibt es noch zusätzliche Stoffe. Und ja, da sind es dann bestimmte Lebensmitteleiweiße, die reizen können. Und sehr oft ist es das Gluten und das Casein, aber auch nicht bei jeder. Aber das muss man dann immer Fall zu Fall anschauen. Da gibt es viele Studien, die zeigen, was wohin gehört.
Ja, und wenn man sagt, okay, jetzt will ich es loswerden, was machen wir denn nebst den Medikamenten? Muss man natürlich sehen, hier wieder rückwärts, okay, Lebensmittel, die wirklich meiden. Und Patienten fragen mich immer, ja, okay, wenn es wirklich das Casein ist, reicht eine Woche und dann esse ich es mal einmal die Woche und das ist dann gut. Die brauchen wirklich locker 6 bis 9 Monate kompletten Verzicht darauf. Sie müssen sich vorstellen, das Immunsystem muss wie vergessen, ah ja, dieses Milcheiweiß, dieses Butyrophilin ist ja eigentlich böse. Das Schöne ist, das Immunsystem kann das vergessen. Aber es muss genügend Zeit haben. Und das ist sehr wichtig. Ja, also man braucht ja schon 6, 9 Monate wirklich 100% Verzicht. Und darum erkläre ich das meinen Patienten auch immer genau. Warum? Also was bringt das eigentlich? Und wenn jemand Probleme hat mit einer bestimmten Problematik oder Symptome hat und sagt, ich möchte sie auf jeden Fall loswerden und dann versteht, dann muss man mal aufs Milcheiweiß verzichten, kann man das auch umsetzen. Aber das Verständnis ist wichtig, das sogenannte Deep Learning. Genau. Also, wie kriege ich sie weg? Wie gesagt, Lebensmittel weglassen, dann Schleimhäute wieder, die Barrierefunktion wieder aufbauen und Darmflora aufbauen, aber auch dann dafür sorgen, dass diese Barriereprobleme nicht mehr entstehen. Also wenn jemand chronisch gestresst ist, deswegen Leaky Gut bekommen hat, aber heute immer noch chronisch gestresst ist, sollte ich vielleicht auch gucken im Rahmen von Stressmanagement, dass wir das Ganze dann verbessern können, zusätzlich zur Darmsanierung. Genau, was hatten wir noch? Was muss man für sorgen? Genügend Vitamin D, Omega-3 und Zink. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, Vitamin D habe ich doch genug. Und genau der Fall war heute Morgen eingetreten bei der jungen Dame mit dem Morbus Basedo. Meinte so, ja, Vitamin D-Mangel und ah, sie sehen ja eigentlich braun aus und hatte auch viel wirklich gute Gesichtsfarbe. Ich dachte, Vitamin D ist kein Problem sein. Meinte sie, ja, das ist schon interessant. Eigentlich bin ich viel draußen, aber mein Vitamin D-Niveau bei der Blutanalyse war viel zu niedrig. Also es ist nicht immer gegeben, dass es genügend ist. Ich empfehle immer mal ab und zu beim Hausarzt mal kurz nachzumessen oder Frauenarzt oder so oder wenn man mal gerade irgendwo ist oder einfach mal zu sagen, okay, machen wir mal einen kurzen Check, ist es eigentlich hoch genug, weil es ist so wichtig. Jetzt kriege ich noch eine Frage. Omega-3, wie kann man das messen? Omega-3, coole Sache, das konnte ich auch als Therapeut messen. Man kann das einfach mit Kapillarblut bzw. Trockenblutanalyse, 3-Blood-Spot-Analyse machen, da kann man den Omega-3-Omega-6-Fettsäurestatus machen. Mega spannend, ganz einfach zu machen und das habe ich dann mal gemacht, ich war da ganz happy, aber grundsätzlich muss man schauen, Omega-3-Omega-6-Fette, das ist das Entscheidendste, das soll der Ratio 6 zu 3, soll nicht mehr als 2- oder 3-fache sein. Ja, also Omega-6 nicht mehr als 2 bis 3 Mal so viel wie es Omega-3. Das sind so die super guten Werte. Ja. Alle Werte, die schlimmer sind, da sieht man, okay, ich muss irgendwie sehen, dass ich vor allen Dingen die Omega-6-Fette reduziere, Omega-3 erhöhe. Ja, und gerade bei den Autoimmunkrankheiten ist das auch so wichtig. Und auch da kurz mal eben Blutmessungen machen und da sieht man, wie stark man Omega-3 dann auch supplementieren muss oder wie stark man sich von der Ernährung her umstellen muss. Ja, damit sind wir eigentlich auch am Ende schon vom heutigen Webinar. Wir haben gesehen, es ist ein komplexes Thema wieder, aber eigentlich gar nicht so schwierig. Bewusst wie. Wenn Sie sagen, ja, das war spannend, ich möchte ja noch mehr wissen, ich biete immer eine kostenlose Sprechstunde an. Das geht in der Praxis bei uns in Freienbach am Zürichsee oder einfach per Video. Das können wir auch von Deutschland, Österreich oder auch innerhalb der Schweiz machen. Und das ist ganz unverbindlich, um zu wissen, okay, wie kann man bei Ihren Problemen weiterhelfen. Jetzt eröffne ich es aber noch kurz, so zum Ende. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich danke Ihnen erst schon mal für die ganze Mitwirkung und heute und Fragen stellen während des Webinars und würde das aber sonst noch freigeben für weitere Fragen. Warte noch einen kleinen Moment. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann danke ich Ihnen ganz recht herzlich fürs Einschalten heute Abend.